بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Erstmal, liebe Schwestern im Islam, ihr Ayyuha al-Hibbat al-Kiram, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie ihr wisst, war ich vor kurzem noch, oder wie ihr hoffentlich wisst oder wahrscheinlich wisst, war ich vor kurzem noch in Saudi-Arabien gewesen und wir haben gehört von dem, was geplant ist, von diesem Kopftuchverbot, von dieser Menschenrechtsverletzung. Und wir nennen das auch ganz klar Menschenrechtsverletzung, weil wir müssen Dinge hier Klartext reden. Wir sehen durch diese ganze Aktion, dass die ganze Schleimerei, die über Jahre passiert wurde, die ganzen Jahre praktiziert wurde, dass das alles nichts gebracht hat, absolut nichts. Denn vielen ist es vielleicht nicht bewusst, dass diese Diskussion über das Kopftuchverbot schon im Jahre 2005 begonnen hat. Nämlich als in Frankreich in den Schulen das Kopftuch verboten wurde, da gab es damals auch diese Diskussion, das müsste 2005 gewesen sein, vielleicht auch 2006 oder 2004, aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, 2005, da gab es damals auch diese Diskussion in Deutschland, die kam gerade auf. Und deswegen haben wir damals als Reaktion darauf, wir haben uns damals gefragt, was können wir dagegen tun, dass das Kopftuch in Deutschland verboten wird. Und da haben wir gesagt, wichtig ist, man muss erstmal klar machen, dass das etwas von der Religion ist, dass es ein religiöses Gebot ist. Denn dann gehört es zur Religion, dann gehört es zur freien Religionsausübung. Punkt Nummer eins. Alhamdulillah, heutzutage sehen wir, dass diese Diskussion fast gar nicht mehr gibt. Es geht fast überhaupt nicht mehr darum, ob das ein religiöses Gebot ist, ob das etwas mit der Religion zu tun hat, sondern es geht fast ausschließlich nur noch darum, ob die Kinder gezwungen werden. Das war auch damals schon der zweite Punkt gewesen, ob die Frauen gezwungen werden. Das war damals der zweite Punkt. Und wir haben dann im Laufe der Zeit oft auch Frauen reden lassen. Wir haben damals Aufnahmen gemacht, wo Frauen erzählen sollen, warum sie Kopftuch angezogen haben, um dieses Missverständnis aufzuklären. Dann unsere Kundgebung waren, das ist vielen nicht bewusst, ja, weil wir erzählen nicht immer unbedingt unsere ganze Taktik allen, ja, damit nicht alles sofort damit auch ein paar Sachen geheim bleiben. Aber zu den Zielen der Kundgebung gehörte auch, dass Frauen kommen, die woanders stehen, mit Kopftuch, und dass man mit ihnen reden kann, dass zum Beispiel nicht-muslimische Frauen kommen, mit ihnen reden können. Und damals hat zum Beispiel der Ismail Tipi, das ist ein, ja, wie soll man ihn nennen? Er würde sich selber Islamkritiker nennen, ich sehe ihn als einen Islamhasser türkischen Ursprungs. Er hat damals zum Beispiel gesagt, dass ihn das besonders oder andere Leute dieser Sorte besonders schockiert hat, dass zu meinen Kundgebungen Frauen kommen mit Hijab und begeistert sind und Allahu Akbar schreien. Das ist etwas, was ihnen besonders wehtut. Weil eine Taktik, um den Islam zu bekämpfen, immer darin bestand, so zu tun, als wenn der Islam eine Religion für die bösen Männer ist, die gerne die Frauen unterdrücken wollen. Ja, deswegen nochmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an euch alle. Bitte teilt diesen Beitrag jetzt auf eurer Seite, weil wir wollen so viele, viele Muslime wie möglich erreichen und für dieses Thema sensibilisieren. Denn es geht um uns alle.
Liebe Geschwister, ich rufe dazu auf, dass wir Muslime uns in dieser Situation alle vereinigen. Und ich bin bereit, mit allen Muslimen der unterschiedlichsten Gruppen zusammenzuarbeiten, zusammenzusitzen, um für diese Sache etwas zu tun. Dass wir es schaffen, dass das Kopftuch nicht in den Schulen und in den Kindergärten verboten wird. Jetzt kommen wir kurz zu dem Punkt. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, Abu Hamza, ist das Kopftuch nicht erst ab der Pubertät verpflichtend? Und ich werde sagen, ja, das Kopftuch ist erst ab der Pubertät verpflichtend. Das ist vollkommen richtig. Es ist vor der Pubertät nicht verpflichtend, aber es ist erlaubt. Genauso wie beispielsweise das Gebet, genauso die Umma, das ist Schwachsinn, Dennis. Die Umma ist viel, viel stärker geworden als vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren war die Umma lange nicht so stark, wie sie heute ist. Heutzutage, wir haben viel mehr Muslime, die Selbstbewusstsein haben. Entschuldigung, Dennis, nicht, dass ich gerade zu hart gegen dich gesprochen habe. Die Umma ist stark. Wir machen uns nur selber schwach. Wir müssen da auch von runterkommen, dass wir sagen, wir sind schwach. Vor 10 Jahren gab es viel weniger Vorträge im Internet, viel weniger Prediger, viel weniger Seiten. Wir dürfen uns nicht schwächer machen und schwächer reden, als wir sind. Wir sind stark. Wir müssen nur zusammenhalten. Wir haben es selber in der Hand. Wir müssen uns zusammensetzen. Ich bin bereit. Wie gesagt, ich bin bereit, mit jedem Verband, mit jedem, mit jeder Gruppe, mit jeder Sekte hier für dieses Ziel zusammenzuarbeiten, dass das Kopftuch nicht verboten werden kann. Das wollte ich erstmal ganz am Anfang sagen. Ja, nochmal zu dem Punkt. Ist es erst Pflicht? Es ist erst Pflicht ab der Pubertät. Aber, es ist vorher erlaubt. Genauso wie das Gebet Pflicht ist ab der Pubertät, aber vorher erlaubt ist. Genauso wie das Fasten erst verpflichtend wird mit dem Buluren, mit der Pubertät, aber vorher erlaubt ist. Das heißt, man will etwas verbieten, was im Islam erlaubt ist. Und was keinen Menschen schadet. Das Kopftuch schadet niemandem. Und man muss verstehen, dass es hier um eine Botschaft geht. Es geht nicht nur um das Kopftuch, weil es betrifft sehr wenige. Es betrifft sehr wenige. Zum Beispiel meine Tochter ist 7 Jahre, ich habe 2 Töchter. Meine eine Tochter, die ist 7 Jahre alt, die trägt kein Kopftuch. Es betrifft sie nicht. Ja? Aber es geht um das Prinzip. Wir müssen verstehen, zuerst wurde der Niqab am Steuer verboten. Okay? Warum? Es gibt ja wenige Frauen, die einen Niqab haben. Also verbieten wir das am Steuer. Und sie haben eine gute Ausrede. Ja, wir können das Gesicht nicht entdecken. Die Umma hat geschwiegen. Jetzt kommt Schritt Nummer 2. Ja, Verbieten des Kopftuches im Kindergarten und in der Grundschule. Dann schauen wir, wie die Muslime sich bewegen, was die Muslimen sagen. Und dann heißt es Schritt Nummer 3. Verbot des Niqabs auf der Straße haben wir ja schon in anderen Ländern. Wenn keiner sich meldet, Schritt Nummer 4. Verbot des Hijabs in der Schule. Ja, und so geht das dann weiter. Und ihr müsst wissen, die Argumente, die jetzt benutzt werden, um es den kleinen Kindern zu verbieten, die sind fast identisch, die könnte man fast genauso anwenden für die älteren Mädchen, die in die Schule gehen. Warum? Weil das eine Argument ist, ja, man möchte ja da, also das eine Argument ist für kleine Kinder, die können ja noch gar nicht entscheiden, was ihnen gefällt. Das ist ja von den Eltern so genommen. Okay, was sagen wir zu diesem Schwachsinn? Was sagen wir dazu? Wir sagen, okay, da gibt's tausende Sachen, die wir genauso anwenden könnten. Das Kind entscheidet sich auch nicht für den Minirock. Wer kauft den Minirock für das Kind? Die Eltern. Ja, das ist ja was anderes. Was ist denn anders? Weil der Minirock dir gefällt, weil der Minirock für dich normal ist, dann ist dein Problem der Islam, nicht das Kopftuch, nicht die freie Entscheidung des Mädchens. Kinder gehen mit ihren Eltern ins Stadion und tragen was? Tragen den Schal von Borussia Dortmund, von Schalke 04. Warum? Warum tragen sie das? Weil die Eltern es so getragen haben. Kinder in Deutschland werden getauft, wenn sie klein sind. Sie werden mit dem Kopf in Wasser reingetan, sind dann meistens am Heulen. Das sind sie kleine Kinder, die haben keine freie Entscheidung diesbezüglich. Das heißt, hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Ja? Es gibt also tausende Sachen, wo sich kein Mensch dafür interessiert, ob das Kind selber auf die Idee gekommen ist oder nicht.
Aber hier sagt man ja, das Kind kann ja nicht selber auf die Idee kommen, also verbieten wir das jetzt. Das Kind, und dann so ein Schwachsinn, das Kind muss sich frei entfalten können. Jedes Kind in Deutschland kann sich frei entfalten. Aber wenn du dem Kind verbietest, ein Kopftuch zu tragen, dann kann es sich in der Art nicht frei entfalten. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, meine kleine Tochter, die hat gesagt, wenn ich in der dritten Klasse bin, dann möchte ich Kopftuch tragen. Dann habe ich gesagt, warum? Beziehungsweise meine Frau hat das gesagt. Was sagst du denn dann, wenn die Lehrerin fragt, warum? Sagt sie, dann sage ich der, das geht sie nicht an, weil ich das schön finde. So einfach ist das. Und so sieht die Sache aus. So sieht die Sache aus. Die Kinder finden meistens das schön, was die Eltern machen. Das ist das Normalste von der Welt. Aber was ist das Problem, was hier hintersteckt? Das Problem, was hier hintersteckt, ist, dass das Kopftuch von vornherein als etwas Schlechtes angesehen wird. Deswegen sagt der, ja, der Schalke 04 Schal ist ja was anderes und der Minirock ist ja was anderes und die Bomberjacke ist was anderes. Warum? Weil das für ihn nichts Negatives ist. Aber da der Hijab etwas ist, was mit dem Islam zu tun hat, und praktisch einen Symbolcharakter für den Islam hat, ist das was Schlechtes. Okay, dann können wir auch sagen, dann verbieten wir Kindern Kreuze zu tragen am Hals. Oder wir verbieten jüdischen Kindern die spezifische jüdische Kopfbedeckung zu tragen. Aber auf die Idee würde keiner kommen. Und wenn wir das dann genauso formulieren, was heißt das dann wieder? Ja, die Muslime sind wieder in der Opferrolle. Und damit will man uns dann mundtot machen, damit wir Ungerechtigkeit nicht mehr ansprechen. Ja, ihr Muslime, ihr seid nur am Jammern, ihr Muslime seid nur dieses und jenes, ihr Muslime seid nur so und so. Ja, natürlich beschweren wir uns, wenn jemand versucht, uns ein Recht wegzunehmen, was wir haben. Das ist doch wohl das Normalste von der Welt. Was wäre in Deutschland los, wenn in Ägypten, wo es übrigens hunderte Kirchen gibt, die riesengroß sind, jetzt auf einmal die Regierung hingehen würde unter Sisi und sagt, so, Kinder dürfen keine Kreuze mehr tragen. Das dürfen sie erst ab der Pubertät, weil solange sie klein sind, können sie das ja nicht selber entscheiden und die müssen sich frei entwickeln können. Die würden in Deutschland auf die Straße gehen. Die würden ihn boykottieren, die würden wirtschaftlichen Boykott androhen. Aber das ist die Heuchelei, mit der wir es zu tun haben. Und natürlich um den ganzen Schwachsinn, das ist eine Menschenrechtsverletzung, um diesen ganzen Schwachsinn dann noch schön zu verpacken, bringt man dann den Türken oder den Araber XY, wir haben den Ahmed gefragt, wir haben den Ismail gefragt, wir haben den so und so gefragt, wir haben die so und so gefragt, und die kommt ja aus der Türkei, der kommt ja aus dem Libanon, der kommt ja aus Dander, der kommt ja aus Algerien, und der hat gesagt, sie haben Recht. Das ist Heuchelei. Frag nicht irgendwelche Leute, die sowieso keinen Bock auf den Islam haben, frag die Muslime selber. Und das war so interessant. Ich habe vor kurzem gehört, da muss dann Hamid Abdussamad, und da habe ich übrigens schöne Videos über ihn, ja, über seine tollen Thesen, den Schwachsinn, den er verbreitet, könnt ihr mal eingeben, Pierre Vogel, Hamid Abdussamad, damit ihr seht, mit was für einem Freak ihr es da zu tun habt. Auf jeden Fall, er muss dann wohl in einer Talksendung gesagt haben, ja, wer fragt denn die Mädchen, ob sie Kopftuch tragen wollen? Ja, wer fragt denn die Mädchen, ob sie kein Kopftuch tragen wollen? Haben Sie sie gefragt? So, weil hier kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist, dass suggeriert wird, dass sie ja alle gar kein Kopftuch tragen wollen und dazu gezwungen werden. Fakt ist, das Gegenteil ist der Fall. Und das ist etwas, was wir beweisen müssen. Und das haben wir damals schon bewiesen. Jetzt fängt man mit den kleinen Kindern an. Und übrigens, wer in Deutschland gezwungen wird, hat die Möglichkeit, über das Gesetz, über die Lehrer, über das Jugendamt davon befreit zu werden. Wenn aber die Regierung es verbietet, das Kopftuch zu tragen, hat man kein Recht dazu. Übrigens, ich nochmal dazu. Meine Kinder haben kein Kopftuch im Kindergarten getragen oder vor der Pubertät. Nur mal so nebenbei. Okay? So.
Aber mir geht es um das Recht. Und deswegen soll hier kein Muslim kommen mit diesem Blödsinn. Ja, aber das ist ja dann noch nicht verpflichtend. Man muss ja nicht übertreiben. Irgendwann bist du dran. Das ist Schritt Nummer eins. Das muss man hier kapieren. Als nächstes wird das Kopftuch komplett verboten. So, dann der nächste Schwachsinn, der verbreitet wurde, ist, das war dann Muhannad Roshide. Muhannad Roshide ist übrigens der Professor in Münster. Ich habe eine ganze Unterrichtsreihe über seine Lügen, die er und seine Täuschungen in seinem Buch. Ja, und er sagt in seinem Buch ganz klar, Islam ist Barmherzigkeit, dass es keine Hölle gibt. Und nachher, als er macht ein Interview, wo er gefragt wird, ja, man kann es selber angucken, man kann sich das Buch besorgen, man kann reingucken, es steht dort ganz klar, die Hölle ist metaphorisch gemeint und kein Ort der Bestrafung. Okay? Kein Ort der Bestrafung. So, auf jeden Fall, nachher hat er dann gesagt, ja nein, ich habe ja nie gesagt, dass es keine Hölle gibt. Ja, dieser Typ hat jetzt behauptet, man würde damit das Kind zu einem Sexobjekt degradieren. Sinngemäß. Ich kann den Wortlaut nicht genau wiedergeben. Wie bitte? Das heißt, wenn ein Kind mit Kopftuch rumläuft, dann ist es ein Sexobjekt. Warum das denn? Ja, weil es ja darum geht, die Reize zu verstecken. Erstens, jede Mode hat was mit Reize verstecken zu tun. Sonst könnten wir auch nackig über die Straße laufen. Haben wir FKK beim Aldi. Ja. Bei jeder Mode, bei jeder Kleidung geht es auch darum, die Reize auf eine bestimmte Art und Weise zu verstecken. Aber das ist nicht der einzige Sinn des Kopftuchs für den Unwissenden. Er kann sich ja mal meinen Vortrag anschauen, Weisheiten des Kopftuchs, und das empfehle ich auch euch. Und hier wollte ich eine Sache sagen. Uns werden oft Fragen gestellt. Und meistens habe ich darüber schon einen Vortrag. Gebt auf YouTube einfach meinen Namen ein und dann schreibt dazu ein Stichwort beispielsweise. Schreibt Weisheit in das Kopftuch, Pierre Vogel, schaut euch diesen Vortrag an, damit ihr auch selber über dieses Thema sprechen könnt. Auf jeden Fall. So. Es wird zum Sexobjekt degradiert. Was erzählt der Typ? Leute, und dann müssen wir den Mund aufmachen. Es nützt nichts mehr. Ich habe von einem Islamrat jetzt gesprochen. Sie haben über dieses Thema gesprochen. Diese Diskussion ist, was haben Sie geschrieben, populistisch und inhaltsleer? Nein, diese Diskussion ist nicht inhaltsleer. Diese Diskussion ist islamfeindlich. Hier geht es darum, Menschen einzuschränken in ihrer Freiheit. Hier wird ein Verbot ausgesprochen. Darum geht es hier. So, auf jeden Fall, das ist ein Sexobjekt. Also damit wird das Mädchen zu einem Sexobjekt degradiert. Okay, was ist mit Minirock? Was ist mit Röcken? Spezifische Kleidung für Frauen, um ihre Reize zu zeigen. Und nicht zu, hat man nichts kleine Mädchen, das kann das doch noch gar nicht entscheiden, ob es einen Rock trägt oder nicht. Das heißt, die ganze Diskussion ist der pure Schwachsinn. Die ganze Diskussion ist der pure Schwachsinn. Wir werden hier für blöd verkauft. Und deswegen, liebe Geschwister, dürfen wir uns das nicht gefallen lassen. Selbst wenn deine Töchter kein Kopftuch tragen. Es wird dir keiner getadelt, weil die Töchter kein Kopftuch tragen. Ja, meine Tochter selber hat im Kindergarten kein Kopftuch getragen und vor der Pubertät kein Kopftuch getragen. So. Und es geht nicht darum, was du zu Hause praktizierst, das ist dein eigenes Problem. Es geht dir darum, dass Muslimen etwas verboten wird, was mit zur Religion gehört. Und man sieht hier die Struktur, man will gucken. Ah, und jetzt müsst ihr wissen, wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun, aber was können wir tun? Erstens, die ganzen Argumente dafür artikulieren, öffentlich artikulieren. Teilt dieses Video. Dann brauchen wir Frauen, die über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Hier wird natürlich der eine oder andere sagen, ja, aber die Frauen können nicht öffentlich sprechen und so weiter und so fort. Erstens, eine Frau zu zeigen mit Hijab oder ohne Hijab, beziehungsweise mit Hijab, ist eine Sache, die verboten ist, weil sie zu einer Unzucht führen wird, weil sie zu einem Verbot führt. Es gibt zwei Arten von Verboten im Islam. Haramun li dhatihi wa haramun li ghairihi. Haram li ghairihi heißt, eine Sache ist in sich selber verboten. Wie zum Beispiel Schweinefleisch.
in sich selber verboten. Alkohol, in sich selber verboten. Dann gibt es Sachen, die verboten sind, weil sie zu einem Verbot führen. Okay? Sie sind verboten, weil sie zu einem Verbot führen. Zum Beispiel, man soll nicht an einem Tisch sitzen, wo Alkohol verkauft wird. Warum? Weil man dann schnell verführt werden kann, Alkohol selber zu trinken. So. Die Frau, dass sie öffentlich redet, das ist eine Sache, die man nicht machen soll, weil sie zu einem Verbot führen kann. Und das wird erlaubt bei einer Haja. Eine Haja ist eine Notwendigkeit, die nicht mit Leben und Tod zu tun hat. Aber hier haben wir eine Notwendigkeit, dass wir die islamische Position klar machen. Solange ich rede, liebe Geschwister, werden die sagen, ja, das ist ein Mann, der erzählt sowieso nur und seine Frau hat sowieso einen Gesichtsschleier und bla bla bla. Aber wenn auf einmal hunderte Frauen uns über WhatsApp eine Sprachnachricht schicken und wir werden das inshallah die Tage verbreiten und verbreitet das. Hunderte Frauen über WhatsApp Sprachnachrichten schicken oder sich aufnehmen von hinten und ihre Geschichte erzählen, warum sie Hijab tragen und dass sie schon früh damit angefangen haben. Wir veröffentlichen das. Man soll, wenn man diese Aufnahme macht, bitte, liebe Geschwister, mit einer ernsten, normalen Stimme reden. Ja, es ist nicht islamisch so, hihihi, hahaha, auf diese Art und Weise zu reden. Ja, so. Nehmt das auf über eine WhatsApp-Nachricht. Wir werden inshallah eine Nummer in Kürze bekannt geben, wo ihr das rüberschicken könnt. Und dann veröffentlichen wir das. Jetzt, und es soll euch keiner erzählen, bringt ja sowieso nichts. Damals, 2005, haben wir DVDs gemacht, wo wir die islamische Position zum Hijab verbreitet haben und es hat etwas gebracht. Es hätte nämlich genauso passieren können wie in Frankreich, dass der Hijab in den Schulen schon damals verboten worden wäre. Ja, es hat was gebracht. Und es hat so viel gebracht, dass heutzutage diese Diskussion von ist der Hijab verpflichtend, eine religiöse Pflicht oder nicht, dass diese Diskussion in Deutschland fast gar nicht mehr gab wie vor 10 Jahren. Deswegen ist es sehr wichtig. Und wer einen besseren Vorschlag hat, soll den besseren Vorschlag machen. Nur was ich nicht leiden kann ist, liebe Geschwister, wenn es immer nur Neinsager gibt, alles was man vorschlägt, nein, das ist nicht gut, nein, das ist schlecht, nein, das bringt doch nichts, dann mach es besser. Mach es besser, aber sei nicht immer nur ein Neinsager. Etwas aufzubauen ist schwer, etwas kaputt zu machen ist leicht. Ja? Zum Beispiel, hier ist mein schönes Nokia-Handy, kennt ihr die noch? Schönes Nokia-Handy. So ein Handy zusammenzubauen ist schwer. Aber das kaputt zu machen, ich brauche nur einen Hammer zu nehmen, draufzuschlagen, kladaradatsch, ist es kaputt. Deswegen wäre es besser, wer einen besseren Vorschlag hat, bitte nennt ihn uns den besseren Vorschlag. Aber seid nicht immer nur Angsthasen und Neinsager. Ja, weil ich rede jetzt nicht unbedingt von euch, die gerade zuhören, aber ich rede im Allgemeinen von Leuten. Es gibt Leute, die immer nur Nein sagen. Die können nur Ditte sein. Ich bin dagegen, ich bin dagegen, ich bin dagegen. Das Nummer eins. Das ist die erste Sache, die wir machen müssen. Dann Argumente verteilen. Bitte schickt uns diese Sachen. Das nächste ist, liebe Geschwister, ich soll in die Schweiz kommen, ich kann nicht in die Schweiz kommen, ich habe bis 2016 Schweizverbot, wollte ich nur gesagt. Seit 2016 bis 2026. So, dann. Nächste Sache ist, wir haben eventuell vor, eine Kundgebung zu machen. Über dieses Thema. Damit wir öffentliches Aufsehen damit erregen. Das heißt, wir sind bereit, eine Kundgebung zu machen und Subhanallah, heute hat ein Bruder geschrieben, ja, wir müssen wieder Kundgebung machen. Das war so ein Gemeinschaftsgefühl und das hat den Leuten Iman-Kick gegeben und so weiter und so fort. Ja, liebe Geschwister, wenn wir eine Kundgebung bekannt geben, dann setzt euch ins Auto und kommt vorbei. Es bringt nichts, wenn wir dann dort stehen mit 200 Mann, weil davor wieder die Regierung, dem Moscheevorstand in der Stadt gesagt hat, sagt bitte beim Gemeinschaftsgebet, liebe Kinder, liebe Leute, geht nicht zu der Kundgebung, das schadet dem Islam, geht dort nicht hin. Ja, das bringt uns nichts. Dann sagen die, guck mal hier, 200 Muslime gegen das Kopftuchverbot. Das heißt, wunderbar, wir können das Kopftuch verbieten, interessiert sowieso kein Schwein. Versteht ihr? Aber wenn dann auf einmal 1000 Leute da stehen,
und sich vernünftig benehmen, aber gut artikuliert ihre Forderungen beziehungsweise ihre Position bekennen und ihre Position erläutern. Das ist etwas, was etwas bringt, liebe Geschwister. Das ist etwas, was etwas bringt. Und inshallah werden wir eine Kundgebung machen. Aber ihr müsst euch bereit erklären zu kommen. Es kann nicht sein, dass wir über ein wichtiges Thema reden, was alle Muslime angeht. Und glaubt es mir, ich bin bereit. Schreibt uns über die Seite an, info@piervogel.de oder über die Facebook-Seite. Wir werden demnächst nochmal eine neue Seite abgeben. Und ihr könnt mitmachen. Wir können uns vorher besprechen, ist kein Problem, weil es gibt Leute, die haben solche Komplexe, die kommen nicht, außer man weiht sie mit ein. Außer du bist der Chef, du bist, kein Problem, sei der Chef. Du willst mich nicht dabei haben, du willst die Kundgebung selber, mach die Kundgebung selber, kein Problem. Aber mach was. Mach was Vernünftiges. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich, es geht um uns. Um Islam, egal welche Gruppe, egal ob Sufi, Mufi, Salafi oder wie sie alle heißen. Hier geht es um Islam und das müssen wir verstehen. Was Kundgebung Teilnahme angeht, von Frauen haben wir Videos drüber. Wir haben über die Videos gesprochen. Schau es dir an, weil es werden wieder alle Leute aus den Ecken kommen und ihre Geschichten erzählen. Schau es dir an, guck es dir an, wie was wir dazu gesagt haben. Weil ich könnte jetzt lange erläutern, aber ich habe ein Video dazu gemacht. Und schau dir an, wer die stärksten Argumente hat. Leute erzählen, Frauen dürfen nicht zur Kundgebung gehen, ja, weil da ja auch Männer sind. Wir haben eine Kundgebung, ist nicht in einem engen Ort. Das ist auf einem freien Platz. Die Frau kann sich also so hinstellen, dass sie hinter den Männern steht. Wir haben sogar eine Fatwa von Sheikh Abdul Musn Abed aus Medina damals bekommen. Und der, der den Sheikh gefragt hat nach dieser Fatwa, ist Khalid Azaitar. Das ist der Bruder von Abu Azaita, dem MMA-Kämpfer. Der hat in Medina studiert. Der hat den Abdul Musn Abed gefragt, ob es in Europa erlaubt ist, Vorträge in Hallen zu machen, wo es ein gewisses Ichtilat gibt. Ja, weil wir hatten zum Beispiel Männer auf der einen Seite, die Frauen auf der anderen Seite. Und er hat das erlaubt, weil die Situation in Europa anders ist. Dann ist es bei einer Kundgebung erst recht anders. Dann kommen Leute mit der Sicherheit. Bei einer Kundgebung sind hunderte Polizisten. Es sind hunderte Polizisten. So, was für eine Sicherheit. Wo da hast du mehr Sicherheit als in der Moschee. Die müssen diese Sache schützen. Ja, das wollte ich nur kurz, aber ich habe das noch intensiver verbreitet. Weil es kommen immer Leute, die Nein sagen können. Nein, erzählen sie, nein, nein, nein. Bei ihnen gibt es nur Nein. Aber es gibt nie eine Lösung. Wir können nicht, wir sind zu schwach, die Juden sind schuld, die Juden haben die Banken, die Juden haben dies, das, das. Wir müssen uns bewegen. Hier geht es um die Religion. Und wer keinen Bock hat und wer nur Nein sagen kann, soll das Maul halten. Das ist meine Botschaft. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich zähle auf euch, liebe Geschwister.